וכבר ידעת כי הר התפשטות דסג דאק, נעשה בו הביטוש דאור מקיף באור פנימי, דהיינו על המסך שלו, וזיכך אותו על דרך המדרגה. Welche ihn stufenweise reinigte. Die während der Reinigung entstehenden Stufen heißen Nekudot Desak. Und sie stiegen unter Tabor der Ak ab und vermischten sich mit der dortigen Prinadalet. Nachdem er seine Reinigung von all der Aviut de Guf im Massach vervollständigt hatte und lediglich mit Aviut de Rosh verblieben war, galt er als zu Rosh de Sag aufgestiegen, wo er einen neuen Sivuk empfing. Auf denjenigen Stufen der Aviut, die in der Reshimot des Massach übrig geblieben waren. Nochmals, Punkt 73. Wir sollten zuerst die 10 Sphirot der Katnut der Nekudim verdeutlichen. Du weißt bereits, dass der Hitpashtut von Sag der Ag folgend in ihm der Bitush von Or Makif und Or Pnimi auf seinem Massach stattfand, welcher ihn stufenweise reinigte. Die während der Reinigung entstehenden Stufen heißen Nekudot des Sag. Und sie stiegen unter Tabor der Ak ab und vermischten sich mit der dortigen Prinadalet. Nachdem er seine Reinigung von all der Aviut der Guf im Massach vervollständigt hatte und lediglich mit Aviut der Rosh verblieben war, galt er als zu Rosh des Sack aufgestiegen, wo er einen neuen Sivuk empfing. Auf denjenigen Stufen der Aviut, die in den Reshimot des Massach übrig geblieben waren. Ist das klar? Hallo. Nein.